Hallo zusammen, ich will heute kurz demonstrieren, wie man in Ultimate Acura Version 5.4 ein Druckerprofil für den Elegio Neptune 4 Pro anlegen kann. Da der Neptune 4 Pro und der Neptune 4 an sich ziemlich gleich aufgebaut sind, ist dieses Profil, auch wenn es Neptune 4 Pro heißt, auch für den Neptune 4 verwendbar. Ich habe hier eine frisch installierte Instanz von Acura, das heißt, wir starten mit diesem Tutorial direkt am Anfang. Zunächst klicken wir uns durch die Start-Pop-Ups. Ich logge mich hier nicht mit meinem Ultimaker-Account ein, ihr könnt das aber gerne machen, da das keinen Unterschied macht. Nun müssen wir unseren Drucker auswählen. Unter Nicht-Ultimaker-Druckern, welche nicht netzwerkfähig sind, finden wir den Punkt Elego, welcher allerdings nur die Modelle bis zum Neptune 3 enthält. Als nächstes soll daher der Neptune 4 Pro als Modell hinzugefügt werden. Dazu rufen wir einmal das gezeigte GitHub-Repository von einem der Elego-Entwickler auf, welches in der Beschreibung verlinkt ist. Über das Dropdown Code können wir dieses als ZIP-Datei herunterladen. Nach dem Download können wir Cura gleich schließen. Nur noch eine kurze Info für diejenigen, welche Cura bereits konfiguriert haben. Hier muss darauf geachtet werden, dass in der Druckerliste keine Elego-Drucker vorhanden sind. Da gleich Teile der Konfiguration der Elego-Drucker ersetzt werden, würde das zu Problemen führen. Cura würde mit einer Fehlermeldung beim Start zum Zurücksetzen der Einstellungen zwingen. Um das zu umgehen, sollten alle Elego-Drucker aus der Liste entfernt werden. Da immer ein Drucker vorhanden sein muss, kann, falls nötig, stattdessen ein anderer Drucker, wie zum Beispiel ein Quality Ender 3, hinzugefügt werden. Ansonsten können wir Cura nun schließen und das heruntergeladene ZIP-Archiv genauer betrachten. Nach Öffnen des Archivs müssen wir zunächst den Ordner öffnen, wo wir das Profil einfügen. Dieser ist normalerweise auf dem Laufwerk C unter dem Pfad Programme Ultimaker Cura 5.4.0 Share Cura Resources zu finden. Im ZIP-Archiv klicken wir uns nun zum Ordner Resources Cura 5.4.0 durch und öffnen diesen. Nun können wir alles auswählen und in den zuvor geöffneten Zielordner ziehen. Beim Pop-up, dass die Dateien bereits vorhanden sind, muss Ersetzen ausgewählt werden. Nach dem Ersetzen können wir beide Ordner schließen, da das Profil fertig hinzugefügt wurde. Wenn wir nun Cura erneut starten, so können wir feststellen, dass nun ein Profil für den Neptune 4 Pro vorhanden ist, welches auch für den Neptune 4 verwendet werden kann. Ab hier kann man dann wie gewohnt mit der Einrichtung des Druckers fortfahren. Nach wenigen Klicks ist der Drucker mit all seinen Details einfach eingerichtet. Das war es soweit von diesem Video. Abonniert mich gerne für weitere coole Videos, wie zum Beispiel das Nachrichten von WLAN beim Neptune 4 und Neptune 4 Pro. Und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt.